Heute, was geht ab, Latonia? Bei Nacho Bubble Tea und Ansi Kitchen, dem Kollegen. Hat ein Special Angebot. Corn Dogs, noch nie in meinem Leben gegessen. Und Mochi Bubble Tea limitiert auf 20 Becher oder sowas. Bisschen unruhig hier alles, bisschen hektisch, wirrwarr, viele Leute. Ich warte immer noch auf den Rest meiner Bestellung und auf den Bubble Tea. Ah, okay. Danke. Also eigentlich bin ich mit Begleitung hier, mit der Foodblogger-Kollegin, aber die ist gefühlt seit 10 Minuten verschwunden. Ja, was soll ich machen? Erstmal den Corn Dog probieren, Leute. Wer hatte schon mal Corn Dog? Ich sehe es immer nur in Filmen und so. Ah, ich bin echt gespannt. Okay. Ja, wo ist der Dog jetzt? Das ist irgendwie nur Käse. Ja, schmeckt okay. Ein bisschen anders als erwartet. Hatte ein Hotdog da drin erwartet und nicht so viel Käse, aber okay. Interessant. Was ist das? Ein Mochi Bubble Tea. Ein Mochi? Speziell entwickelt. Nur 20 zum Verkauf heute. Ah ja, und das ist dein Corn Dog. Ja, aber ich dachte, darf ich reden oder? Ja, ja. Ich dachte, da ist ein Hotdog drin. Dachtest du? Ja. Ich hatte noch nie einen Corn Dog. Ich dachte Corn Dog, Hotdog, dasselbe. Und nur, was hast du drin denn? Nur Käse. Ah. War das da drinnen oder was? Da ist der Hotdog. Jetzt habe ich ihn entdeckt. Super, super. Der ist mega. Danke, Mann. Die Jungs haben mich nach Dachau geführt zu einem Kollegen. Sushi. Was geht ab, Leute? Der John Banks ist wieder in Haus. Jetzt wieder was da, was perfekt für euch. Prime Time. Richtig, Thema Verfehlung. Es ging erstmal um Sushi. Sanji hat er seinen Laden genannt. Achso, ging es um Sushi? Okay, Leute, geiler Sushi Name. War geil. Geiler Name, es gab so Ace, Shanks. Wir waren bei Sanji Bar. Yes, yes. Bargisch wartet draußen in der Kälte auf uns. Die hätten wir gebraucht. Wir hätten die Box zuerst aufmachen müssen, dann hättest du nicht fast mir gekocht. Dann hättest du dich nicht verbrannt an der. Ja, nicht aufgeben, vielleicht kommt es ja. Aber mir ist es auch letztens fast passiert. Weil, wenn der Topf hier drauf ist, wird nur das untere heiß. Wenn der Topf aber hier drauf ist, wird alles heiß. Alter, der Gewohnheit vorprogrammiert, safe. Ja, genau, da fasst du es einfach da an und es ist mega heiß. Also hier immer vorsichtig. Krass, ja, natürlich ist krasse Technologie. Ja. Ich hoffe, geht das hoch.
Mit Kraft. Hochziehen. Munitionsbox, Alter. Ja. Mehr Kraft, mehr Kraft. Echt jetzt? Ja. Ohne Kraft denkst du, sie geht einfach so auf oder alles kaputt. Ja, genau. Genau. Seit wann bist du so waffengeil? Ich bin wie Robin. Schön. Immer wenn er sein Stirnband trägt, nenne ich ihn auch immer Asian Rambo, Alter. Großes Problem. Halt dein Interesse. Hey Leute, jetzt sind wir online, Leute. Was ist super Stuff? Hey okay, Leute, was geht ab, Mann? Wieder im Saftladen hier bei Hongs Wohnung. Heute in einem Special. Wir spielen Bierpong. Seid ihr dabei? Shisha and Bong. Hast du die noch nicht probiert? Nee, noch nicht. Die muss man extra mit Shisha machen. Steht doch auf seinem Zettel, Mann. Alter, wir können so geduldig warten. Ach so, oder was? Das ist auch ein Bier. Shisha, oder was? Okay, Leute. Was ist das eigentlich? Columbia. White Columbia. White Columbia. Oida. White Columbia. Honigmelone. Von Azad und Suna, Mann. Wer ist denn die? Musst du Barbie fragen? Carmen-Member. Die Carmen-Gang. Er sagt fast so krass wie Kapi. Fast so krass, ja. Krasse Songs auch. Die haben kranke Beats. Kranke Beats, habt ihr gehört? Kranke Beats. Aber Dose sieht schon mal geil aus. Okay, trink. Genau, was wolltest du machen? Honigmelone steht da. Nee, Akku mehr, oder? Erste Honigmelone. Das ist krank, oder? Nee, passt nicht. Ich hab 15%. Aber die Frage ist, ist es besser als vom Vorbild? Das sind alles Honigmelone. Das ist die vierte neue Sorte. Ich hab die anderen drei jetzt auch bestellt, aber... Ah, oh, gerade wieder eine gerade. Die sind da in der Packstation, weil ich gestern nicht zu Hause war. Also optisch schon mal geil, oder? Optisch sehr geil. Ich hab eine Fan. Ich muss. Jo, ich muss sagen, ich schmeck da gerade nicht so Honigmelone, aber nicht das Schlechte. Und das Geile ist, es schmeckt auch nicht so nach Energy Drink. Und, nee, es gar nicht. Und es ist nicht so süß für einen Energy Drink. Also White Columbia muss ich probieren mit Wodka. Dann kann ich euch sagen, ob es gut ist oder nicht. Das machen wir jetzt. Nicht so viel verschwenden, weil mit Wodka wollen wir es probieren. Schmeckt schon stabil, oder nicht? Schmeckt ganz geil. Es schmeckt auf jeden Fall nicht wie ein Energy Drink eigentlich. Nicht typisch, ja. Nee. Nicht typisch pappsüß. Nee. Brauchst du einmal noch? Das ist als Bobro. Eistee. Honigmelone. Ah, das kannst du nicht vergleichen, weil das ist ein Eistee und das ist ein Energy Drink. Achso, okay. Wie war der Bobro nochmal? Der war doch auch nicht so gut. Doch, der war schon. Wir haben immer noch welche da. Ja, wir können direkt vergleichen. Der gelbe, gelbe. Mach auf. Ich glaube, links irgendwo an der Seite müssen noch sein. Alter, wo fliegst du, Sascha? Geht da wieder Urlaub? Mhm. Habt ihr so viel rauchen? Habt ihr gut gemacht. Also, hier schmeckt man Honigmelone nicht so. Ja, voll dezent. Aber vom Four Bros ist schwer Honigmelone. Ja, schmeckt sofort krass. Aber was ist dann auch ja. Eistee? Und was ist dann mit Kohlensäure? Wohin du mal hauen? Nochmal. Aber ich kenne den eigentlich aber. Ja, auf den Geschmack jetzt. Ja, das ist so schon so in die Fresse. Und das ist echt dezent. Aber ich finde den in die Fresse schon geil. Nee, ist auch. Deswegen haben wir den auch bestellt. Das ist böse gut. Den haben wir ja getestet. Ja, den kenne ich ja schon. Ja, aber jetzt nicht. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ein Schluck Energy Drink. Oh, mashallah. Energy Drink. Pass auf, pass auf. Auch gut, aber schwächer halt. Ja, Alter, warte auf Kamera. Okay, der schmeckt ja echt krass, zeig Alter. Alter! Warst du beim Test nicht dabei? Nee, da war ich bei dem nicht dabei. Bei dem war ich nicht. Wir haben alles von vorne. Und jetzt probieren wir mal hier Energy Drink. Ich war bei einem dabei, da war das komische Schoko. Und ja, genau. Das war alles. Da haben wir den auch getestet. Was? Minze, Energy Drink. Das ist schon. Ich finde den gut, der ist echt erfrischend im Sommer. Ja, aber wie findest du den im Vergleich zu diesen Minze von Four Bros? Der Minze war aber auch gut, oder? Der war Dose, oder? Boah, Alter, die Dose war echt. Ich erinnere mich nicht mehr vor. Boah, die Dose mit, boah, die Dose mit Dings war, mit Wodka spielt eins kräftig, Mann. Echt, hast du probiert? Nein, bestimmt eins heftig. So Berliner Luftzeit, so Style ist es dann, weißt du? Alter, der schmeckt echt wunderschön weich wie Honigmelone. Das ist echt krass. Ohne Scheiß. Alter, gesagt. Bisschen künstlich, aber echt auch schön fruchtig. Ja, trotzdem geil. Wie heißt der, wie heißt der neue Coin? Ich glaube Reptile-Coin oder so. Was mit Chia Network? Was mit Chia? Chia habe ich gar nicht mehr geguckt. Helium, oder? Nein, Chia habe ich nicht mehr geschaut. Chia hast du auch, ja. Aber ist bestimmt auch hochgegangen. Ja, Helium, was für ein Teil? Helium ist auch hochgegangen. Vor Art. Nach den 3% ging der auch nur noch runter. Im Weg. Okay. Und die wollen, dass Teil kommt. Mit einer Transaktion Verbindung zu anderen Chains. Ja,
Mano raus und so. Was ist das für mächtige Shots von? Das ist nicht mächtig. Das ist nicht viel. Anschluck. Oh yes, Leute. Bierpong-Turnier ist eröffnet. Wie ist das jetzt? Mit Abgang oder direkt? Ich weiß gar nichts. Muss mir alles nochmal erklären. Wenn du zum Beispiel direkt wirfst, dann musst du nur eins trinken. Okay. Also darfst du aber nicht reingreifen oder so. Ich darf nicht reingreifen? Nein, wenn der direkt wirft, nicht. Wenn der auf den Tisch und dann also abprallen und dann rein, dann darfst du fangen. Okay, wenn du meinst. Okay, okay. Aber wenn er aber drei, also abfängst... Dann warte, ist es... Das ist offiziell. Ist es mit Rollen? Er macht jetzt, dann mach ich, dann bin ich. Oder ja, ist es die Beizweite? Nein, 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 Züge, ist ja, dann lass du, sag einfach, wer jetzt was macht. Nein, nein, das ist ja was blöd. Deswegen mach dein Tuch weg erstmal. Zum Beispiel. Das ist für das Wasser. Aufbrein, rein sind zwei Dinge, zwei Gläser musst du trinken. Ah, das darf man anscheinend abwehren, meinte. Wenn du abwehrst, also wenn du, was, wenn du auf den Tisch und dann geht er rein, dann musst du zwei Becher trinken. Wieso spiel ich? Lass mir erst zu, ich, da muss ich erst zuschauen. Nein, spiel doch, ist doch egal. Aufbrallen, in ein Glas rein, musst du zwei Dinge. Aber da darfst du aber abwehren. Ne, ich check's. Darfst du fangen? Nicht. Einfach werfen. Ja, schau so. Abprall, das ist Abprall. Dann darf ich nehmen. Da darfst du aber fangen. Okay, dann darf ich nur bei direkten nicht. Bei direkten darfst du nicht ab, okay. Darfst du nicht abfangen. Aber es gibt ja manchmal, die drehen sich hier. Dann darfst du aber reinfußen. Echt jetzt? Geht okay, raus. Okay, das habe ich jetzt. Okay. Zum Beispiel, okay? Dann fangen wir an. Und dann hatte und einmal in der ganzen Runde darfst du die Becher einmal zusammenstellen, ja, wie du machst. Ja, also zum Beispiel, der ist weg, dann hast du so Sachen so irgendwie kreuz und quer. Dann darfst du einmal sagen, okay, ich möchte die Becher so anordnen, wieder neu anordnen. Aber es ist nur, wenn dann noch, ich glaube, wenn schon vier oder fünf weg sind. Bin ich jetzt nicht sicher. Ja. Vier oder fünf Becher, sagen wir mal, fünf Becher bist du weg, dann darfst du nochmal neu anordnen einmal. Ja. Okay? Alter! Oh! Den musst du trinken. Den musst du Becher trinken. Und dann wo der Ball drin ist. Ja. Ja, das ist doch nicht hier. Deswegen hast du doch das Wasser. Deswegen hast du doch das Wasser. Gesoffen ist scheißegal. Oh mein Gott. Und dann musst du den Becher einfach daneben hinstellen. Voll eklig. Das. Wo muss ich hinstellen? Einfach weg. Neben oder weg. Das ist sehr gut. Der ist jetzt out of game. Aber Tor halt so an den Seiten so. Alter, man war schon. Genau so, perfekt. Schau, jetzt kommst du langsam rein. Hey, wir brauchen schon ein bisschen Musik. Ne? Mach du. Wir brauchen so. Das war mein letztes Spiel. Ey, das ist echt ein gutes Spiel. Ich glaube, ich habe gerade gewonnen, Leute. Letzter Becher hat entschieden. Shit. Aber den letzten Becher habe ich ernst lang angepeilt. Ja. Verdient gewonnen. Gegen wen soll ich spielen? Spiel. Gegen Barisch? Ja, du musst auch gegen Milo spielen. Ja, ich spiel gegen Milo. Ja, los. Ja, gleich, warte. Okay, machen wir bereit, schon mal vor. So, wir sind fertig. Hat sich gesehen, ich habe Barisch besiegt. Alle tot, Barisch war richtig tot. Dragon war 1-1. Schon mal 2-mal verloren. Aber war lustig. Das war ein bisschen zu viel für mich, oder? Ich war 1 weg. Jetzt habe ich mich erholt. Hast du noch was zu sagen? Schau mich so auf den Weg. Gute Nacht. Ja, mein Gott. Ja, und das war's von mir, Leute. Ich bin wieder fit. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Twitch. Investiert in Bitcoin, DeFi, Cashflow generieren, natürlich Zinseszins. Serious Business und ciao, Alter.